Seine Freunde fragen ihn schon, wann er sich endlich eine Wohnung in Moskau nimmt. Mehr als 50 Mal war Thomas Anders schon in der 10-Millionen-Metropole. Kein Künstler hatte mehr Auftritte im Kreml als er. Auch sein letztes Konzert Ende April war natürlich ausverkauft. Gestern Abend bei der Show war faszinierend zu sehen, dass tatsächlich ein zweijähriges Mädchen da war. Aber ich bin ehrlich genug zu sagen, ich glaube, sie wusste nicht genau, wer ich bin, aber sie hat sehr artig applaudiert. Das erste Mal reiste Thomas Anders 1987 nach Russland. Damals waren Modern Talking die einzigen westlichen Künstler überhaupt, die in der Sowjetunion Platten verkaufen durften. Mittlerweile heißt das Land Russland und ist nicht mehr sozialistisch, sondern kapitalistisch. In einer gewissen Weise bin ich sehr dankbar, dass ich überhaupt so eine Entwicklung auch in einer Stadt bzw. auch eines Landes miterleben durfte. Weil das, was in den letzten 22 Jahren hier passiert ist, das ist enorm. Das muss man wirklich auch erlebt haben. Seine russischen Fans lieben ihn, bezahlen mehr als 200 Euro, um auf seinen Konzerten zu sein. Doch so reizvoll Russland auch sein mag, seine Frau Claudia verzichtet lieber aufs aufwendige Reisen, kümmert sich lieber um Söhnchen Alexander. Für meine Frau ist es hat ein bisschen letztendlich mit mir zu reisen auch an Faszination verloren, weil sie sagt, ich habe ja doch nichts von dir, weil ich gebe meine Interviews, ich habe meinen Soundcheck, ich bin gar nicht so viel mit ihr dann zusammen, sondern sie würde auch gerade jetzt im Hotel sitzen und sie würde im Zimmer und würde sich die Stadt ansehen und sie war auch schon mehrere Male in Moskau, sie kennt es ein bisschen. Also sagt sie, ich halte dir den Rücken frei in Deutschland und freue mich, wenn du wiederkommst. Moskau und Thomas Anders, das passt. Und wer weiß, vielleicht macht Thomas seine Drohung ja irgendwann mal wahr und sagt Deutschland für immer lebewohl.